ja, du weißt, meine Haare wie ein Pflanze aus einem Topf. Ja, du weißt, ja, du weißt. Yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf DOGG. Also wer die Kollega Instagram Stories und Instagram Videos gesehen hat, der weiß, Kollegas Humor ist wieder back. Felix Antoine von Blume. Jetzt bekommen wir wieder den alten Kolle, so wie wir ihn kennen, so wie wir ihn lieben, meine lieben Freunde. In diesem Video macht er sich über den über die Autotune-Rapper lustig mit Blumentopf-Frisur, meine lieben Freunde. Also es geht auf jeden Fall um kleine Sticheleien gegen den Rapper Mero, der natürlich mittlerweile einer der etabliertesten Rapper geworden ist. Mit nur knapp 18, 19 Jahren reißt der Typ alles ab nach den anderen, meine lieben Freunde. Wer das nicht so sieht, ist einfach nur ein Hater. Der Typ, der geht einfach ab. Wer hat mit 18 schon so einen krassen Erfolg hinter sich? Ich glaube, da können noch nicht viele mithalten. Ne? Also, meine lieben Freunde, gönnt euch dieses geile Video. Ich rede nicht so viel, weil das Video ist ziemlich lang. Also, ich brauche jetzt auch mal wieder ein paar Klicks, Alter. 4-0 ist die Town. Das für alle meine Brüder, wir wollen ganz nach oben. Hey, check mich aus. Ah. Mache die lilane Scheine, kille die Rapper hier alle alleine. Zähle die Button und ticket das heiße Feuer. Du weißt, ich komm niemals alleine. Bin immer da für all meine Brüder. 4-0 ist die Town. Ich zerlege die Gegner. Nimm deine Chaya, weil FIFA komplett auseinander. Dein Echo erdribbelt wie Neymar. Ewa. Schönen guten Tag, Herr Kommissar. Mach mal kein Auge, meine Haare. Brauch kein Lockenstab. Fick mal deine Story, bra. Jeden Tag mich jagen Police. Gucci, Tasche, lila, Pada. Rap und Benzer, Trago, Rolli. Ohne das lila gebe Gas immer wieder im AMG. Der Junge, der Pader macht in dem 7er Alpina BMW. Meine Brüder, sie wollen nach oben. Walla Bela, kein Spiel, du Schlampe. Die Familie im Krieg gefallen. Meine Haare wie ein Pflanze. Ja, du weißt, ja, du weißt, ja, du weißt. Meine Haare wie ein Pflanze aus einem Topf. Ja, du weißt, ja, du weißt, ja, du weißt. Platz in Schein, der lila Pader in mein Kopf. Oh, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Sorry. Wie es aussieht, werden wir auf jeden Fall sehr viele Videos mit dem Rapper Majo sehen. Also die alten Erinnerungen werden natürlich wieder wach, meine lieben Freunde. Natürlich haben die alte Generation diese Rapper so gerne. Und natürlich können jetzt auch die neue Generation davon profitieren und auch den Humor von Kollega kennenlernen. Also es ist wirklich einfach genial, was der Typ in den letzten Jahren so alles geschaffen hat. Also jeder, der jetzt gerade noch neu Kollega-Fan geworden ist, zieht euch diese Videos rein. Danach geht weiter über zu Kollega und ihr werdet merken, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr talentierter Rapper und auch ein sehr guter Motivationstrainer. Ob ihr jetzt dafür Geld bezahlt oder nicht, darum geht es überhaupt nicht, meine lieben Freunde. Ja, lasst euch einfach nur davon inspirieren und wenn ihr dann irgendwann doch der Meinung seid, okay, ich kaufe mir irgendwas von ihm, dann macht ihr das aus Support und nicht deswegen, um irgendwie den einen oder anderen Dollar natürlich nochmal wieder irgendwie in den Rachen zu schießen, meine lieben Freunde. Also, peace and out, meine lieben Freunde. Das war's mit dieser Folge und ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit unserem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr diese wunderschönen letzten Minuten euch reingezogen habt. Ihr seid natürlich jetzt am Start. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir ein Gefällt mir da, dass ich noch weiter in den nächsten Wochen schöne Videos für euch produzieren kann. Motiviert mich immer weiter, Freunde. Bisher habt ihr mich sehr motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr krass am Start. Sehr aktiv, so wie auch auf Instagram. Da könnt ihr mich auch gerne verfolgen, ja, meine lieben Freunde. Also wenn jemand Bock hat, mich mal ein bisschen, könnt ihr mich gerne auf DOGG Original Hacker for You und das 3DL in der Mitte von nicht vergessen. Und dann geht's ab wie bei der Love Parade. Peace and out.